gibt ganz viele Leberkrankheiten, die zu einer Leberzirrhose führen können. Die Leberzirrhose ist das Endstadium von allen möglichen Leberkrankheiten. Die häufigsten drei in Mitteleuropa und in Deutschland sind die Fettleberhepatitis, der erhöhte Alkoholkonsum und die Virushepatitis. Es gibt aber noch eine große Menge anderer Lebererkrankungen, die zum Teil sehr viel seltener und oft schwierig zu diagnostizieren sind. Die Leber hat ja sehr viele Funktionen, deshalb gibt es auch viele Probleme, wenn die irgendwann nicht mehr richtig funktioniert. Eine wichtige Komplikation ist das Ansammeln von Wasser in der Bauchhöhle, Bauchwassersucht, dann eine Gelbverfärbung, also eine Gelbsucht. Blutungen können auftreten aus dem Magen-Darm-Trakt, zum Beispiel aus Speiseröhrenkrampfadern. Das sieht man an schwarzem Stuhlgang oder am Erbrechen von Blut. Das kann richtig lebensbedrohlich sein. Patienten mit Leberzirrhose können einen Verwirrtheitszustand oder sogar ein Leberkoma entwickeln. Und der Leberkrebs ist eine ganz wichtige Komplikation der Leberzirrhose. Da gibt es mehrere Dinge, auf die man achten muss. Das eine ist, man muss die Komplikationen, die auftreten, behandeln. Man muss eine Blutung stoppen, man muss einen Verwirrtheitszustand, ein Leberkoma behandeln. Da gibt es meistens endoskopische oder medikamentöse Möglichkeiten. Und zweitens muss man herausfinden, warum die Leberzirrhose entstanden ist und jeden weiteren Schaden von der Leber fernhalten. Dann hat der Patient eine gute Chance, dass die Leber sich erholt und regeneriert und der Zustand sich wieder stabilisiert. Und als drittes muss man auf der Hut sein und Komplikationen, insbesondere den Leberkrebs, frühzeitig erkennen. Deshalb brauchen Patienten mit Leberzirrhose eine engmaschige Überwachung.